Hey, das ist Josie und heute geht es weiter mit Teil 2 aus der Videoserie, wie du aus einem BH ein Bikini-Oberteil zauberst. Falls du den ersten Teil verpasst haben solltest, ich werde es dir hier nochmal oben verlinken. Und ja, ansonsten wünsche ich dir einfach ganz viel Spaß bei Teil 2. So, ich habe jetzt mal schon alle Schnittteile zugeschnitten und wir fangen mit dem Steg an der oberen Kante an. Also das nehmen wir jetzt einfach mit dem Steppstich zusammen und bei dem habe ich jetzt einfach 7 mm Nahtzugabe verwendet. Und hier muss man eben aufpassen, weil eben oben die obere Kante, die hat so einen Spitz, dass man eben da genau die Mitte trifft und dann eben dementsprechend dann halten bleibt und dann dreht und wieder weiter näht. Und als nächstes klappe ich dann das innere Charmeuse-Futter, also das ist ja das Teil, wo dann den Steg eben unelastisch macht. Zusätzlich habe ich eben auch den Oberstoff auch nochmal mit dem Flislin unterbügelt, dass es auch noch ein bisschen stabiler ist und nähe das jetzt auf der Innenseite knappkantig ab. Als nächstes nähe ich dann die untere Kante. Also die stecke jetzt eben, jetzt habe ich da eben den Zick vergessen beim Oberstoff, direkt an der unteren Kante, lege das zur Hälfte und mache da einen Zwick rein mit der kleinen Schere. Und dann beim Futter habe ich eh schon einen Zwick, lege die beiden Zwicke aufeinander, stecke mir das jetzt noch fest mit Stecknadeln und nähe das Ganze dann mit einem Steppstich wieder zusammen. Hier habe ich jetzt 5 mm verwendet, aber das kann man so wählen, wie man gern möchte. So, als nächstes wird das Ganze gewendet und dann an der unteren Kante knappkantig abgesteppt. Und auch die obere Kante wird knappkantig abgesteppt. Dann wären wir jetzt soweit mit dem Steg mal fertig. Also den haben wir jetzt fertig vorbereitet. Weiter geht es dann mit den Cup-Teilen. Also das habe ich jetzt zweimal zugeschnitten. Und hier nähe ich jetzt gerade den Abnäher zu, also mit 5 mm oder je nachdem, in welche Nahtzugabe du da dran gegeben hast. Und bei den Abnäher ist immer ganz wichtig, dass man das Ende schön rund ausnäht, damit man eben, wenn man die Schale dann bezieht, es keine Tüte dann gibt am Ende oder so ein abstehender Spitz vom Stoff. Wenn ich dann am Nahtende drankommen bin, nähe einfach geradeaus durch, schneide genügend Faden ab, damit ich dann das Nahtende verknoten kann. Wenn ich dann auch schon die zweite Seite genäht habe, dann korrigiere ich nochmal beide Seiten von der Länge her, dass die gleich lang sind, wirklich gleich lang und dann erst verknote ich das Nahtende. Sollte es jetzt nicht passen, würde ich es nochmal auftrennen oder nur ein Stück auftrennen und nochmal korrigieren. Im weiteren Schritt wird jetzt der Oberstoff an die Schalenoberkante, also an die Dekokante genäht. Dazu falte ich ganz gerne, obwohl es eigentlich nicht unbedingt das Ideale ist, einfach die Schale nach innen, damit ihr einfach den Stoff besser drauflegen kann. Das ist einfach angenehmer dann beim Stecken und auch beim Nähen. Aber sobald ich dann die Naht genäht habe, werde ich die Schale dann wieder nach außen klappen, so wie es eigentlich normal gehört. Das Ganze stecke ich jetzt mit Stecknadeln fest. Schau wirklich, dass die Stoffoberkante an der Schalenkante liegt. Weil es sollte jetzt nicht wirklich Stoff überstehen, weil ja wir den Schnitt genau nach der Schale gemacht haben. Und wenn man eben sauber auch zugeschnitten hat, dann sollte es genau an der Schalenkante dran liegen. Dann wird das Ganze mit 5 mm abgesteppt, die Naht.
an der Dekokante. Hier nähe ich jetzt auf der Schalenseite. Das müsstest du ausprobieren, ob dir eher die Stoffseite liegt oder die Schalenkante, weil so muss man immer doch kontrollieren, ob der Stoff dann wirklich an der Kante liegen bleibt, obwohl man sie eben sich festgesteckt hat. Aber grundsätzlich bevorzuge ich es eher auf der festeren Stoffseite, also in dem Fall ist halt die Schale zu nähen, weil es einfach für mich angenehmer ist. Aber probier es einfach aus, was dir besser liegt. Im nächsten Schritt nähe dann zusätzlich noch ein Gummi auf, also wie ich es dir auch schon mal in dem einen Tutorial vom Schalenbeziehen gezeigt habe. Das ist ein Profi-Tipp, weil das sieht man ja so eigentlich von außen ja überhaupt nicht, dass da zusätzlich ein Gummi drin eingenäht ist. Also das ist einfach trotzdem nochmal eine zusätzliche Verstärkung, dass sich die Dekokante dann schöner an die Brust eben anlegen kann und einfach nicht ausdehnt. Im Anschluss wird dann der Stoff nach oben geklappt und auf der Innenseite wird es dann nochmal mit dem Zickzackstich abgenäht. Ja, dann kann man auch schon den Stoff nach vorne klappen und eigentlich die Schale dann richtig beziehen. In diesem Fall habe ich mir jetzt schon den Arm und die Bügelrundung gesteckt, also wirklich, dass es schön über die Schale gezogen worden ist und nehme das Ganze jetzt mit einem ganz großen Stich einfach fest. Du siehst, ich habe jetzt einfach den größten Stich eingestellt und nochmal zusätzlich die Fadenspannung etwas gelockert, aber es wäre jetzt auch nicht tragisch, wenn jetzt die Fadenspannung die normale bleibt. Als nächstes kommen wir schon zur Bügelverarbeitung. Also hier, wie du sehen kannst, habe ich mir einen Streifen geschnitten, der ist 2,5 cm breit. Zusätzlich habe ich mir den auch noch mit Vlieslin unterbügelt. Das Ganze habe ich dann auch jetzt noch mit Stecknadeln festgesteckt, damit die das Werdendehnen jetzt nicht dehnen, ausdehnen oder einhalten kann, dass es einfach schön um die Bügelrundung liegt und nähe das Ganze mit einem normal großen Steppstich auf. Als nächstes kann auch schon das Bügelband auf die Schalenseite genäht werden. Also hier ist ganz praktisch, dass wir schon wissen, wie lang das Bügelband sein darf, weil hier ist oft das Problem, dass man hier gerne die Schale entweder einhaltet oder ausdehnt. Also eher in der Regel, dass man sie ausdehnt, also dann wird es einfach zu lang, dann hat der Bügel einfach zu viel Spiel drinnen und das kann natürlich auch die Passform beeinflussen und das wollen wir jetzt nicht. Wir wollen genau die gleiche Passform haben, wie das der BH gehabt hat. Deshalb müssen wir da unbedingt schauen, dass wir auf diese Länge vom Bügelband kommen. Im weiteren Schritt wird jetzt der Steg festgesteckt auf der Seite, wo der Streifen drauf ist. Und das Ganze stecke ich mir jetzt mit Stecknadeln fest und da kann man dabei achten, dass genau der Steg in der gleichen Linie zur Dekokante läuft, also genau auf der gleichen Höhe, weil wenn das ein bisschen versetzt ist, dann kann das ein bisschen unschön dann im Endergebnis ausschauen und das Ganze nähe dann auf der Bügelbandseite, also auf der äußeren Kante knappkantig fest. Dann kann man auch den Streifen schon einklappen, also einmal nach innen klappen und dann nochmal drüber, damit wir eben einen schönen Abschluss haben, dass es eben im Bruch dann an der äußeren Kante liegt. Das Ganze habe ich mir jetzt mit Stecknadeln festgesteckt und eine restliche Strecke mit Nähklammern. Aber das kannst du machen, wie du möchtest. Du kannst auch die ganze Strecke mit Stecknadeln stecken, das habe ich auch schon gemacht. Und das Ganze wird dann mit einem Steppstich knappkantig abgesteppt. Also wie du sehen kannst, ich mache das relativ langsam und sehr gewissenhaft, weil da muss man eben jetzt schauen, dass man eben auch das Bügelband erwischt, also dass es eben nicht, dass man nicht zu weit nach links näht und auch nicht zu weit nach rechts, weil wenn man rechts näht, dann erwischt man eben das Bügelband nicht, dann hat man ein Loch drinnen. Wenn man zu weit nach innen näht, dann ist es blöd, weil dann kommt der Bügel nicht mehr rein. Deswegen, da mache ich das immer sehr vorsichtig und nähe das eben so Schritt für Schritt. Das ist wirklich eine sehr, ja, Übungssache, würde ich jetzt mal am Anfang sagen. Und was ich hier jetzt noch vergessen habe, war, das zusätzliche Rückenband einzunähen, weil das kann man nur im gleichen Zug mit einnähen, dass es auch sauber verarbeitet ist und dass man das nicht nachher auf der Innenseite nochmal sieht.
Aber das habe ich da vergessen, das wirst du noch mal sehen, dass ich das im Anschluss dann noch eingenäht habe. So schaut das Ganze dann aus. Also wie du sehen kannst, habe ich hier jetzt nochmal das Rückenband zusätzlich eingenäht. Das schaut jetzt von der Innenseite so aus. Also ich habe auch schon beide Seiten festgenäht. Ja, und dann geht es auch schon weiter mit dem Arm. Also das werden wir jetzt einfassen. Und dazu habe ich mir jetzt einen Streifen zugeschnitten, also einen 3,5 cm Streifen. Und hier habe ich vorne jetzt was überstehen lassen und auch für das Rückteil etwas vorne überstehen lassen, weil das wird dann später so als Dreieck dann festgenäht. Und am oberen Ende, also am Träger, wird dann nochmal zusätzlich so ein Strass-Konnektor eingesetzt. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, den Streifen als Bindeband jetzt für den Nacken dann zum Beispiel verwenden möchtest, einfach den Streifen länger schneiden und dann mit dieser Variante einfach dann den Träger fertigen. Jetzt wird noch auf den Streifen ein 8 mm Badegummi aufgenäht. Also, was gibt es hier dabei zu beachten? Also, hier muss der Gummi direkt an der Kante aufgenäht werden. Also, es darf kein Stoff überstehen. Speziell auch bei der Schale, bei der Armausschnittkante darf jetzt nichts vorstehen. An der Armausschnittskante würde ich den Gummi jetzt leicht dehnen, also mit ganz einer leichten Dehnung. Da gibt es jetzt nicht wirklich eine Prozentangabe, die ich jetzt da geben kann. Und dann an dem überstehenden Streifen, also die dann lose sind, da würde ich den Gummi einfach glatt aufnähen, also ohne jegliche Dehnung oder irgendwie was auszudehnen, also nur ganz glatt reinlaufen lassen. Ja, so schaut das Ganze dann aus, wenn es aufgenäht ist. Und jetzt wird der Streifen einfach nach oben geklappt und nochmal nach hinten rüber. Und dann direkt an der Kante mit einem Zickzackstich nochmal abgenäht. Also ich nähe hier immer auf der oberen Seite, weil hier kann ich dann genau schauen, dass ich direkt also knappkantig an der Kante entlang nähen kann. Und richte mir dann den Streifen immer so zurecht, damit er eben schön straff um den Gummi liegt. Natürlich darf man es nicht zu sehr drüber ziehen, weil sonst kippt wieder der Gummi vorne über. Aber so, ja, ein bisschen eine Gefühlssache, dass der Gummi dann einfach schön liegen bleibt. Ja, so schaut das Ganze dann aus, wenn es dann fertig ist. Und hier siehst du schon mal die Rückseite. Da habe ich schon den Streifen dann knappkantig weggeschnitten. Und dann kann man auch schon den Bügel von vorne reinschieben. Und dann wird das direkt vorne knappkantig nochmal im Verlauf zur Dekokante abgesteppt. Wie du sehen kannst, gehe ich dabei wieder sehr vorsichtig vor. Ich drehe mir das lieber, dass ich wieder rückwärts nähen kann, weil wenn ich den Rückwärtsgang einlegen würde, kann es sein, dass mir die Nadel irgendwie zerspringt und das will ich ja nicht. Und deswegen mache ich das so. Und jetzt kann man auch schon das Dreieck festnähen. Also es wird einfach hier jeweils links und rechts knappkantig festgesteppt. Genau. Also hier verwende ich jetzt, obwohl es an der Stelle jetzt sich dehnt, aber da fange ich dann einfach vor dem Träger an, vernäht es, näht dann über den Träger und vernäht dann dort, wo kein Träger mehr ist. Und das habe ich eigentlich so rausgefunden, dass es ganz gut funktioniert, wenn man mal dran zieht. Musst du selber mal für die ausprobieren, ob es für die auch funktioniert. Ansonsten kannst du hier auch gerne einen kleinen Zickzackstich verwenden. Wie du sehen kannst, habe ich schon die Strasskonnektoren und die Träger
auch schon angenäht, also das habe ich jetzt nicht gefilmt, aber ich werde dir hier nochmal oben ein Video verlinken, wo ich dir zeige, wie man diese Spaghetti-Träger machen kann. Und ja, und so ist das fertige Ergebnis und ja, viel Spaß beim Nachmachen.